Acetylameisensäure heißt das gemeine Ding, das viele beim Zwiebelschneiden zum Weinen bringt. 24 Jahre lang kreuzten Biologen beim Pharmakonzern Bayer weniger scharfe Sorten mit weniger Säure, ohne gentechnische Veränderungen, wie sie sagen. Das Ergebnis heißt Sunions. Das hat rund 5 Millionen Euro gekostet. Der Verbraucher zahlt für weniger Küchentränen künftig das Dreifache einer Heulzwiebel.